Okay, auf zu Leon und Sadler. Leon ist unterwegs zum Heiligtum. Ich muss dahin. Kapitel 7. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Resident Evil 4 Remake Separate Ways. Oh ja, ich hab Bock. Ich bin sehr gespannt. So, dann auf geht's. Hier war ja auch schon beim letzten Mal Le Final. Ich glaube nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir die zwei hier noch brauchen. Auch den Schlüssel. Warte mal, hä? Naja, okay, den einen Schlüssel brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wofür kann ich deswegen dich begeistern? Kann ich den jetzt auch einfach verkaufen. Kaufen wir einfach mal alles. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was ein hervorragender Deal. Ja, ansonsten, ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal nichts mehr. Ich kann eigentlich, warte mal, was kann ich denn tunen, großartig? Hier habe ich nicht. Ja. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Nee. Komm, wir kaufen jetzt auch den anderen Schrott hier. Nicht. Informationen sind heutzutage eine Ware. Niedlicher Bär. Merkt ihr das, Fremde? Ja, und da holen wir aber alle. Ja, ich weiß, wie das. Danke, dass ich wieder nach oben geschmissen werde. Ich weiß, wie das mit Talisman funktioniert. Hatten wir ja schon im Hauptspiel. Alter, bist du nervig, Mann. Ja, cool, danke schön. Nerv mich nicht. Oh Mann, ey. Wie kann man nur so nervig sein? Okay, vielleicht kann ich doch noch irgendwas machen. Ja, komm hier. Feuerrate, zack. Bist du beeindruckt? Na dann, geh und misch sie auf. Ja, mach jetzt auch. So, tschüss. Da, 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 da. Oh, falsche Richtung. Ich bin so ein Trottel. So, perfekt. Da lang geht's. Aber hier waren doch so viele Gegner auf dem Weg hierhin. Moin. Oh, bam. Jetzt habe ich wieder ein Messer bekommen, ey. Ist das ein Joke? Oh ja, schön. Ach so, einer schon wieder. Oh, fertig. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf euch. Aber man kann die wahrscheinlich eigentlich gefühlt alles skippen, wenn man einfach durchrennt. Aber das möchte ich natürlich nicht im Let's Play machen. Das wäre ja doof. Das ist ja Potenzialverschwendung. Das mache ich dann alles privat. Oh. Ach ja, schön. Aua! Ja, friss die Scheiße. Lass mich in Ruhe. Aber wieso sind dann wieder Gegner, wenn man mit Leon hier lang rennt, wenn man noch auf dem Weg alle umbringt? Oh mein Gott, Ach komm. Wozu hat man schon die Schrotflinte, wenn man sie nicht mal einsetzt? Komm! Nächster verwandeln! Oh, krass, habe ich Schaden gekriegt. Geht schon wieder die Muni aus, ey. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich habe das Gefühl, das wird eine kürzere Folge. Wahrscheinlich, weil es auch Le Finale ist und so. Würde auch ehrlich gesagt Sinn machen. Aber... Ach, du dummer Wichs. Ach, du Kacke. Oh mein Gott, der macht dir übel Schaden. Ja, wenn man nie aufs Maul kriegt, dann weiß man das halt nicht. Hahaha. Sag mal, willst du das Spiel mich mobben? Okay, wir haben nur noch eine Heilung. Ach, du bist doch so ein Arschloch.
So, hier. Wieso werde ich geblendet? Ich habe doch weggeguckt. So. Ja, tschüss. Wow, Shay, du hast mir übel Aua gemacht. So, jetzt finde ich schon wieder ein roten Ding. Jetzt kommt der Händler gleich nochmal, ey. Und sagt, hey, ich bin nun mal hier. Bist du sicher, dass du deine Kristalle verkaufen wolltest, ne? Jetzt gibt's nämlich nochmal einen Schatz, wo man die einstecken kann. Schön, ein grünes Kraut. Anscheinend gibt's hier noch ein bisschen mehr zu tun. You don't say. Ja, das war irgendwie eine dumme Aussage gerade. Ah, ich fütter noch ein bisschen Blendgranaten und so. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Ein Barett? So kann ich denn ein Barett finden? Oh nee. Boah krass, das Viech hält ja übel was aus. Selbst mit der Sniper. Immer noch. Alter. Ey, die Teile sind halt so krass OP, wirklich. Ahí está, zack, Headshot. Und bam. Ach ja. Ja. Ja, perfekt, ey. Krass, ich habe fast keine Munition mehr für die Pistole. Das kann ja nicht wahr sein. Guck mal, da ist ein... Da kann ich jetzt aber hoffentlich nichts reinstecken, oder? Ja, weil jetzt wirklich über die ganzen Teile verkauft. Okay, dann nochmal Muni bekommen. Sehr schön. Oh, sogar gar nicht mal so wenig. Bevor ich jetzt da runter gehe, okay. Ach, das schau mal, das ist die Finale. Also das Finale von Leon. Nochmal alles nachladen. Bin mal gespannt, was ich hier machen soll. Fast geschafft. Stimmt, Ada wird ja eigentlich noch geschnappt und von Leon gerettet. Das habe ich auch wieder komplett vergessen. Ach, oh mein Gott, das war so klar, dass er nochmal kommt. Okay, wir gehen nochmal zu ihm. Nur das Beste vom Besten. Ist das so? Schau mal. Ich habe hier ein Zepter für dich. Was kann ich für dich tun? Ein Barett? Das ist doch von Krauser, oder? Naja. Und hier, das kannst du auch noch haben. Ach, so ein Stiefelmesser, das brauche ich auch nicht. Bitteschön. Habe ich sonst auch irgendeinen Schrott? Dafür lasse ich einiges springen. 70.000, ey. Wahnsinn. Wie bitte? Ja, so ein Wurscht. Gute Instinkte, Fremde. Okay, wir holen uns. Eigentlich kann ich die ganzen Rohstoffe jetzt kaufen. Okay, er hat irgendwie mehr Ressourcen, als ich gedacht habe. Denn so viel kann er auch nicht benutzen. Pistolenmoni! Pistolenmoni! Ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Aber hey, wir haben nochmal Backup, falls wir wieder, falls wir nochmal was finden sollten. Ist doch auch ganz cool. So, herstellen, super, fehlt uns ein Grün. Ich nicht ein grünes Kraut gefunden? Wo ist das hin? Habe ich das benutzt? Hä? Ich halte die Augen nach Waren. Ach, keine offen. Ahnung. Vielleicht ist es auch gelb gewesen und ich war farbenblind. Nicht zu fassen. Ja, ich ziehe das echt durch, ey. Ich bin voll heftig. Lass mich. Oh nee, die Stelle. Bevor Leon hier war. Wir sind jetzt vor Leon. Ach, schau mal. Schießpulver. Perfekt. Pistolenmuni. Nice.
Die Teile, die tarnen sich. Kann ich die so sehen? Ich höre hier was. Willst du mich verarschen? Ja, toll, jetzt finde ich wieder... Soll ich direkt wieder umdrehen, oder? Oder wollt ihr mich jetzt einfach mobben? Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Ja, perfekt. Okay, ich glaube, jetzt sind wir da. Mit unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket und so sei es. Leon! Geh! Ach so, er ist jetzt auch nochmal ein Boss für uns. Ja, schön. Verirrte Schaf, Geknechtete des heretischen Wolfs. Ich werde über dich richten. Hä? Ach ja? Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Hey, ich kann ja gefühlt gar nichts machen, what the fuck? Ich bin halt schon wieder fast tot. Der hat ja so ein Auge im Mund, ey. Boah, bist du eine eklige Drecksau, ey, wirklich. Oh, hat das wehgetan? Du kleine Närrin. Warum lehnst du dich auf? Du wagst es. Hol mir die Fresse, aua. Das habe ich jetzt zurückgekriegt. Du musst auf den rechten Weg geführt werden. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Bete, Büße. Alter, der kotzt ja irgendeine Scheiße rum. Huch, besiegt. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Bleibt nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst, Leon. Oh. Heiligen Leib verschmäht!
zu werden! Bettle um Vergebung! Ekliges Viech. Ich habe nicht viel Zeit, bis die Sprengsätze zünden. Beenden wir das. Okay. Soll ich andere Sachen machen? Genau, wonach ich gesucht habe. Red Warhead. Wo ist jetzt der andere hin? Aber es ist geil, dass im Hintergrund einfach Leon weiter fightet und ich lese jetzt hier erstmal ganz entspannt. Letzte Verteidigungslinie. Leon ist noch immer nicht beseitigt. Ich habe bei den Ruinen ein Lager aufgeschlagen, um ihn zu mir zu locken, um die Suche und die Sache ein für alle Mal zu beenden. Für den Fall, dass er bei den Landedocks aufkreuzt, wurden die dort stationierten Posten in höchster Alarmbereitschaft versetzt und es wurde ein Team mit Raketenwerfern entsandt. Die roten Spezialsprengköpfe sind ebenfalls einsatzbereit. Aber Leon ist nicht der einzige Grund für die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen. Eine Gruppe von außerhalb, die offensichtlich den Heiligen Leib stehlen möchten, nähert sich der Insel. Ich habe da so eine Ahnung, wer dahinter steckt. Die Sprengköpfe sind unsere einzige Chance gegen diese Eindringlinge. Doch ob sie alleine ausreichen? Ja, perfekt. Boah, ist ja geil, ich kann ja zugucken. Ja, sau cool, ey. Aber gut. Wo ist denn jetzt eigentlich da? Ach, da hinten ist der. Du wartest nicht auf mich, Freundchen. Ist das sonst noch was? Nee. So, nochmal nachladen. Schnell weiter. Ach, scheiße. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass da auf einmal die Zeit abgeht. So. Finale Mischung. So, nochmal sortieren. Na, ein letztes Mal. Aber warte mal, ich kann Muni herstellen. Ja, schön. Okay, perfekt. Ich glaube, dass es jetzt alles mit Zeit ist, will ich mich ein bisschen beeilen, weil ich hasse es sonst mit Zeit. Ob das eine gute Idee war, meine letzte Schrotmuni zu verbrauchen? Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich so viel Zeit... Oh mein Gott. Oh, jetzt komme ich. Boom. Oh, nice. Okay. Guck mal hier, diese Scheiße. Oh Mann, ey. Muss ich jetzt irgendwas machen? Kann ich da irgendwas deaktivieren? Ich denke die ganze Zeit, da ist jemand. Ach, gegenschießen, ne? Sehr schön. Oh, die Zeit, ey. Ich hasse alles mit Zeit, wirklich. Warum macht man sowas? Klar, Leon fightet und so, aber der lebt doch, der schafft es auch ein bisschen länger als ein paar Sekunden. Oh mein Gott. Nicht mehr viel Zeit. Boah, du ekliges Viech. Aber wenigstens ist es tot, weil ich es dann nochmal getroffen habe. Hm. War das... Wieso lag der da so weird?
Oh mein Gott. Wow, ich habe so viele. Bitteschön. Ah, ich habe noch ein paar. Schenke ich dir alle. Oh. Nervt mich mal jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Oh, tschüss. Nein, 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 nein. Nur keine Verwandlung. Mach was du willst, aber nicht verwandeln. Da. Noch 3 Minuten, Freunde. Oh Mann, ey, wollt nämlich jetzt echt mit dem Raketenwerfer abschießen. Ha, die Pisser. Komm, wir machen jetzt folgendes, wir hauen uns das jetzt rein. Einfach für mehr Leben. Ob das eine gute Entscheidung war, wird sich zeigen. Jedenfalls sind wir jetzt oben. Oh, ein Déjà-vu. Huch. Boah, krass, wie ich nochmal alles Bücher in Rohstoffe bekomme. Okay, ich glaube, das war doof, dass ich den Trank jetzt schon benutzt hab. So, wir können noch Pistole herstellen. Und noch mehr Pistolenmuni. Und sonst erstmal nix. So. Ordnung muss sein, Leute. Okay, ich habe sonst nichts. Okay, perfekt. Da ist noch ein Zettel. Sehr geehrter Major Krauser, vielen Dank für Ihren Auftrag und vielen Dank für Ihre Bestellung. Wie angefordert umfasst die Lieferung Sprengköpfe, die so verstärkt wurden, dass sie selbst härteste Panzerung durchschlagen können. Zur leichteren Unterscheidung von Munition ähnlicher Bauart wurde sie rot lackiert. Sie durchschlagen nicht nur Panzer- und Bunkeranlagen. Der entstehende Metallstrahl ist sogar in der Lage, die dicke Außenhülle von Kriegsschiffen zu perforieren. Objektiv betrachtet sind sie weit leistungsfähiger als irgendeine Art von Einsatz es rechtfertigen könnte. Es gibt kein Kampffahrzeug, das diesen Sprengköpfen trotzen kann. Wir sind nicht in der Position, Sie zu fragen, wie diese Ladungen zum Einsatz kommen werden, aber wir versichern Ihnen, dass es kein Ziel gibt, das eine solche Chancekraft erfordert. Bitte lassen Sie bei Ihrem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Newman Arms Corp. Na dann. Raketenwerfer Spezial. Oh, ich muss noch woanders hin. Uiuiui. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hä, was wie? Ich habe einen Raketenwerfer abbekommen oder was? Weg mit deinem scheiß Auge, Alter. Huch. Ach, da oben. Wer will noch? Aua. Ach Mann, ey, ich muss auf Raketenwerfer, Leute, aufpassen. Ich muss auf diese Viecher aufpassen. Ach man. Okay. Ach ja, hallo. Ach ja, ups, das wollte ich nicht.
Boah, mein Gott, Alter. Jetzt wird's aber. Ach so. Ja, komm. Hauen wir so weg. Passt schon. Das hat irgendwie nichts gebracht. Hä? Ach hier. Ich bin blind. Da war es ein Riesenviech, ey. Oh. Oho. Justitia-Statue. Ja, nice. Hey, was haben wir da? Oh, da ist ein Riesenkäfer. So, noch eine Minute. Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los.
Ja, nice. Ja, geiles Add-on für 10 Euro, kann man sich absolut nicht beschweren. Es geht deutlich länger als das originale Separate Ways aus dem Vierer. Ja, 10 Euro, ganz ehrlich. Das ist mit einer der besten Add-ons. Punkt. Die man für das Geld kriegen kann. Vor allem heutzutage kriegst du sowas nicht mehr. Ja, nice, dass Capcom da so Ausnahmen macht. Ja, cool. Haben wir das durch? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich lasse jetzt doch hier, falls Credits kommen, lasse ich die noch laufen. Natürlich kommen die. Ja, auf jeden Fall, genau. Wie gesagt, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Leiden zuzusehen, vor allem im Part davor. Mit diesen Kackviechern. Regenerators, diese Mistdinger. Ja, und ich verabschiede mich. Und wir hören uns dann beim nächsten Projekt. Euer Guantanamo. Tschüssi und danke fürs dabei sein. Bye bye. Was mache ich nur mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter. Wie geplant. Dies
wird der Beginn einer Zeitenwende.